Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Star Wars Battlefront 2 mit mir, dem Super Pro. Und wir sind hier mal wieder auf Mustafa. Heute bin ich mal ganz ohne Gäste. So leid es mir tut, vielleicht kommt ja nachher noch The Game dazu, der gestern mit mir mal gedreht hatte. Und ja, genau, wir sind hier auf Mustafa, auf dem richtig dicken Server von Phoenix, also nicht der Phoenix, den ich seit Wochen erwähne, sondern dem Phoenix-Clan. Und ja, da passen maximal 32 Leute drauf und hier sind wahrscheinlich auch schon 32 Leute. Und den schnapp ich mir mal, oder? Ja, den schnapp ich mir mal. Ist eine schwere Truppe. Und auch eine ganz schlechte Idee, sich da drin zu verschanzen. Ja. Loop Trooper, geh weg, ansonsten teamkill ich dich noch. Haben wir hier unten auch noch Gegner? Weil da irgendwie so ein Darky? Nein. Gut, ich gehe mal hier wieder rein. Och, und werd direkt geowned. Von wem? Von Phoenix. Ja, von einem Phoenix-Typen. Leader. Von einem Leader. Okay, also das ist klar, dass ich da keine große Chance habe, wenn hier der Leader von diesem Riesenclan mitspielt. Und ja, der ist schon weg. Gut, und da, och ne, der ist doch noch nicht weg. Aber jetzt haben wir ihn geowned. Hey, Mann, den hätte ich aber gern irgendwie selber mal. Och, du. Und ihr seht ja, hier geht's richtig rund. Und ich denke, wenn ich hier mit Granatwerfer komme gleich, dann wird es noch mehr rund gehen, weil ich ja richtig aufgeblüht bin, meiner Meinung nach, mit Granatwerfer und vielleicht mal hier ein bisschen abgehe. Und alle spielen hier Darky und er ist hier runtergefallen und weiß ich wahrscheinlich nicht zu helfen. Und weg und komm, meiner. Okay. Nein, nicht in die Nate. Ja, ich Idiot. Gut, sorry. War meine Schuld irgendwie. Und aber jetzt kann ich ja Offizier spielen und genau. Die ganzen Leute sind irgendwie hier auf Darky total aus. Aber das kann ich gar nicht verstehen, auf so einer engen Map mit einer Truppe, die eigentlich zum Fliegen da ist und der wird jetzt von einer Drohne geowned. Toll. Und da unten läuft ein Gegner. Und warte. Hab ich ihn? Den krieg ich. Nein, hallo Leute. Oh, das war so knapp. Aber ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen aufwachen, weil heute habe ich noch gar kein Battlefront gespielt. Und deshalb muss ich mich erstmal hier ein bisschen warm spielen. Und zwar direkt mit einem Let's Play vielleicht. Ja, gut. Scheint nicht so die richtige Idee zu sein, wenn ich hier schon wieder geteamkillt werde. Danke. Also ihr seht, hier geht's richtig rund und wir haben nur noch 8 Minuten 23, das passt ja genau in die Partlänge rein, also das habe ich ja gar nicht gesehen, das ist ja top. Und ja, mal gucken, vielleicht wird das ja noch was mit ein paar Kills mit Offizier. Oh, wenn der Kill hier gut gekommen wäre, dann das wäre cool gewesen. Und der ist weg und die Granate und mich. Und der und mich nicht. Ich werde hier geowned, das ist klar. Wer hat mich da jetzt wieder fertig gemacht? Das war wahrscheinlich wieder der Phoenix. Nee, Hammerfall. Okay. Auf ein neues und zwar vielleicht spawne ich gleich mal an dem anderen Kommandoposten, weil es hier schon ziemlich rund geht. Aber es soll ja nicht schlimm sein. Und ein bisschen laggy ist es auch. Aber hier unten geht es mir ein bisschen zu sehr rund. Hilfe. Ich guck mal, was hier unten so los ist. Gut, also da hinten kommt was schwere Truppemäßiges und der wird mich wahrscheinlich jetzt versuchen zu pisteln. Nein, aber es hat ein bisschen geleckt, das habt ihr genau gesehen. Hier mit
wechselnder Bildrate. Vielleicht mache ich das beim nächsten Part so, dass ich wieder auf 50 Bilder pro Sekunde stelle. Aber ich habe es gestern auf 30 gestellt gehabt, weil es doch ein bisschen arg geleckt hat, als ich mit dem Game gespielt habe. Ach, schade, den krieg ich nicht mehr, aber der kriegt mich auch hoffentlich auch nicht. Gut, das war knapp. Und diesmal gehe ich hier hinten rum. Und vielleicht, weil das hier ist jetzt nicht hier unbedingt der Hauptausgang, aber er wird auch gut bewacht, sag ich mal. Ich probiere es jetzt mal hier über die Brücke, weil da sieht es mir nicht so nach aus, dass hier so viele von mir sind. Und deshalb glaube ich auch nicht unbedingt direkt so schnell weggespawnt zu werden. Und vielleicht die Gegner hier ein bisschen hintenrum zu bekommen, ja. Beziehungsweise, wenn ich Rebellen bin, passe ich hier auch ordentlich auf, aber die haben es im Moment wohl leicht verpennt, hier mal drüber zu gucken, dass man hier nicht irgendwie von hinten geownt wird, aber ich will ja jetzt nicht unbedingt die Gegner kritisieren, das ist ja für mich ein Vorteil, also gut, ich guck mal hier von hinten, kommen sie meistens, man sieht es direkt schon. Ach verdammt, ja, ihr seht mal wieder, wie blöd ich hier agiere. Das war mal wieder totaler Mist, was ich da verzapft habe. Und ja, die werden hier weggespawnt regelrecht. Das tue ich mir nicht an und gehe hinten rum. Ja, ich hoffe mal, dass das Ganze mit 7:45 funktioniert. Wir haben ja jetzt 7:45 und 7:45 habe ich gesagt, melde ich mich mal bei The Game. War ja wirklich gestern eine lustige Sache mit ihm. Komm, ich jetzt mal Chatkill. Sorry, aber das muss jetzt irgendwie für mein Ego so ein klein wenig sein. Dass ich dich kille. Nicht in die Mine. Oh ja, knapp hier. Mal wieder. Und wie viel hatte ich denn noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte sogar noch mehr als die Hälfte. Also müssen das 2 Headshots gewesen sein. Oh je. Gut. Wie sieht das überhaupt mit Punkten aus? Habe ich gar nicht geschaut. Konzentrieren wir uns hier auf Flagge? Nö, nicht so richtig. Eher so auf den Kampf, der doch größtenteils bei uns da oben stattfindet. Ja, das mit dem Dedo-Pack. Hallo! Und den hat er nicht getaggt. Ihr habt genau gesehen, aber warum rege ich mich überhaupt drüber auf, dass ich irgendwie was weiß ich genau gesehen habe, dass der und der nicht getaggt hat. Ist halt so. Kann man nichts machen. Auch wenn es ein bisschen nervig ist. Und der steht jetzt eventuell hier hinter der Tür mit einem Dedo-Pack bereit. Nein, den hat es anscheinend auch schon erwischt. Und verdammt, jetzt haben die mich hier gesehen. Lol, take. Hab ich wenigstens einen bekommen. Ja, zumindest mal einen. Das ist doch schon mal, ist doch schon mal was, ja. Gut, hier oben werden sie sicher alle hier gleich zu Massen rauskommen. Ja, hier ist, wenn man vom Teufel spricht, und hier kommen sie wirklich zu 10 zu 20 raus. Und das ist so ein klein wenig der Nachteil von den großen Servern. Und ja, aber hier doch, der einer passt auf, beziehungsweise meint aufzupassen, aber der haut jetzt irgendwie wieder ab. Sinnlose Sache, weil ich euch jetzt höchstwahrscheinlich vielleicht von hinten wegspawnen kann. Oder dich auch, so mit so einer Sprungnate. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich mich ja schon wieder selber ausgeschaltet. Nee, ein Glück nicht. Ob ich hier von der Seite komme, weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Idee ist. Ich probiere es mal wieder hier von oben, beziehungsweise von unten von der Seite, wenn ich links über diese Dach, über diese Dachkonstruktion da springe. Beziehungsweise in den 2 Minuten kann ich auch nicht mehr viel reißen. Ich war doch ein klein wenig schlecht diese Runde, aber so viele Gegner hier auf einem Punkt, das ist schon heftig. Macht das mal. Länger. Und da seht ihr, dass das nicht so einfach ist. Oh, der war gut. Da muss ich mich jetzt mal selber loben dürfen. Und der war auch nicht schlecht, aber auch kein Meisterstück, weil der Typ nicht aufgepasst hatte. Hey, Mann, den wollte ich eigentlich kriegen.
Aber vielleicht läuft in den letzten Minuten hier jetzt doch noch zu Höchstform, naja, eine Höchstform kann man nicht sagen, aber zu einem guten Ergebnis auf, weil ich ja ein bisschen trainiert habe jetzt und warm gespielt bin eventuell. Och. Oh mein Gott, und ich habe hier blöden Reload. Und huhu, von hinten. Ganz böse Sache, aber ich habe ihn zum Glück gepackt. Und doch von der Seite noch von Phoenix Leader mit Techniker oder was war das? Weiß ich gar nicht mehr. 55 Sekunden, schade, die Runde hätte für meine Runde viel länger dauern können, weil hier mit so vielen Leuten ist doch mal was ganz anderes als hier zu 5, zu 6 auf einem halb leeren Server rumzuhängen. Aber vielleicht 30 Sekunden habe ich ja noch. Nein, wahrscheinlich habe ich keine 30 Sekunden mehr. Das Imperium hat die Flagge der Rebellen erobert. Oh mein Gott, und Reload. Ja, also mein Spawn wird wahrscheinlich jetzt die 20 Sekunden überbrücken. Dann ist 3, 2, 1. Ja, 10 Sekunden, da werde ich nichts mehr reißen können, selbst wenn ich direkt in den Kampf gehe. Nein. Aber mir hat Spaß gemacht, vielleicht, ich bleibe auf jeden Fall ein bisschen länger jetzt hier auf dem Server. Und, hey, verdammt. Auf jeden Fall, ich bleibe jetzt ein bisschen länger hier auf dem Server, drehe mal ein paar Parts. Und, ja, 15 zu 16. Ihr seht, es ist, ich bin gar nicht mal so gut. Aber, ja, vielleicht nächste Runde wieder so lustig. Bis dann, wenn es wieder heißt, Let's Play Star Wars Battlefront 2. Tschüss.